Hallihallo, es ist mal wieder soweit, eine weitere Folge von Radio Runkel, mein Podcast. Mein Name ist Jack Tango und ja, herzlich willkommen. Ja, das ist jetzt mittlerweile die dritte Folge. Ich habe ja extra gesagt, ich wollte es vielleicht einmal im Monat bringen, vielleicht auch zweimal im Monat, aber wer weiß schon, wann ein der Terminstress wieder einholt. Ja, es ist so ein kleiner Rückblick, was in den letzten Monaten war. Der WDR, der Westdeutsche Rundfunk, hat mit mir für die Lokalzeit einen Profilfilm gedreht, so einen kleinen 3-Minuten-Film. Gut, ist auch 3 Minuten 13 lang, auf jeden Fall. Ja, das war schon richtig etwas für mich Neues und etwas Schönes. Es war auch sehr anstrengend. Am nächsten Tag habe ich mit dem Ruhrpottologen André Bohne einen Podcast aufgenommen für seinen Podcast-Sache. Und ja, dann sind wir auch dazu gekommen, dass wir zusammen das Buch von Michael Göbel, das neue, einsprechen. Mein Opa war Bergmann. Und ja, das hat alles ziemlich viel Zeit reingeholt und es hat mich auch ziemlich viel Zeit gekostet. Und ja, jetzt bin ich so weit, dass ich wieder sagen kann, neue Projekte, neue Zeit. Ich mache die zweite Staffel von Sagenhaft. Ich darf jetzt auch die erste Staffel, die ich schon bereits vertont habe, es waren nicht viele Videos, 6, 7 oder sowas, vermarkten. Und die zweite Staffel sollte vielleicht ein paar mehr enthalten, finde ich. Und ja, ich nehme dann wieder aus dem berühmten Buch Sagen aus Westfalen vom Husum Verlagsgruppe. Und nebenbei, wie gesagt, spreche ich auch noch ein paar andere Sachen ein. Die Märchen auf Ruhrpottisch von Michael Göbel. Ja, und das ist dann natürlich schon eine Menge. Zwischendurch habe ich auch das Buch zugeschickt bekommen, wo ich ein kleines Kapitel mitschreiben durfte von Sonja Borowski. Und das heißt, es ist verschieden. Nee, es ist, Moment, weiß ich selber nicht, wie es heißt. Doch, es ist normal, verschieden zu sein. Und da habe ich ein kleines Kapitel beigesteuert. Ja, zwischendurch hat auch RTL 2 angefunkt und wollten mit mir auch einen Doku drehen. Habe ich gedacht, ja, vielleicht als Autor, dies und das. Nein, die wollten was über mich drehen, als Begleitung wegen meinem Übergewicht. Ja, Leute, was soll ich da sagen? Sucht euch jemand anderes, ganz einfach, weil ich weiß, ich habe zu viel auf den Rippen. Ich kämpfe da jetzt auch schon seit mehreren Jahren wieder mit. Und ja, ich führe meinen Kampf alleine. Und RTL 2 ist nicht unbedingt das Format, wo ich was mich zeigen lassen möchte. Weil ich habe mir diese Sachen durchgeschaut und was da gebracht wird an Content. Das ist nicht so meins, nee. Nichts gegen RTL 2 und ihre Autoren, Redakteure, wie auch immer. Auf um Gottes Willen, da möchte ich nicht so viel sagen, aber es ist halt nicht meins und andere mögen vielleicht diese Sachen, diese Content-Sachen, aber ich nicht unbedingt. Das ist nichts für mich. Weil ich habe jetzt schon sehr viel Negatives im Netz gelesen, dass die Leute da in Rollen und Klischees und Ecken reingestopft werden. Von wegen, der ist übergewichtig, der kriegt alles geschenkt und ist vor Kamera der letzte Honk, sag ich mal. Und ja, das muss ich nicht unbedingt dann sein oder. Das, was ich jetzt aufgebaut habe mit Jack Tango über 11 Jahre lang, dann irgendwie kaputt machen, dass ich dann sowas reingehe. Gut, es ist natürlich auch wieder ein Vorteil. Ich kann Leute erreichen und werde dadurch vielleicht noch ein bisschen bekannter. Aber Leute, dann könnt ihr auch zu Biggest Loser gehen oder irgendwie was anderes. Ja, aber ja, es sind halt Entscheidungen. Und Thema in diesem Podcast wird sein Entscheidungen. Ich habe denen das Thema jetzt nicht direkt am Anfang gesagt, aber ich werde es natürlich oben reinschreiben, ne? Deswegen, was sind eure Entscheidungen? Meine Entscheidungen waren zum Beispiel damals, welcher Ausbildungsberuf, welchen nehme ich da? Ich habe ein Berufsvorbereitungsjahr gemacht, weil ich eben noch nicht genau wusste, welcher Beruf zu mir passt. Da gehen wir ins Jahr 97 zurück. 1997, nicht 1897, wie manche denken würden. Und ja, das war eine Entscheidung. Welche Berufswahl möchte ich machen?
Probejahr gemacht, also Berufsvorbereitungsjahr, verschiedene Werkstätten durchlaufen und dann, was passt am besten zu mir? Gut, ich hätte gerne in der Näherei gearbeitet. Das war auch eines der vielen Sachen, die ich lernen durfte oder auch reinschnuppern durfte. Aber ich bin dann letztendlich beim Landschaftsgärtner gelandet und das habe ich dann auch durchgezogen. Da stand ich auch öfters mal vor Entscheidungen. Zum Beispiel die Ausbildung auch mal einfach hinzuschmeißen. Und ja, es wurde mir auch oft genug gesagt, dann schmeiß die Scheiße doch hin, wenn du es nicht möchtest. Ja, aber ich wollte es doch machen. Ich wollte auch was auf dem Papier vorweisen. Ich wollte mir was beweisen. Ja, und dann im Jahr 2000, ist jetzt auch 21 Jahre her, kann man sich gar nicht vorstellen, hatte ich meinen bösen Unfall, Genickanbruch, mit darauf folgenden Lähmungserscheinungen, die heute ja relativ gut weg sind. An schlechten Tagen merke ich dann immer noch, dass meine Feinmotorik nicht will oder dass meine Füße einknicken. Laut Ärzten hätte ich auch gar nicht mehr die Chance gehabt zum Laufen, zum Greifen und sowas. Aber da war meine Entscheidung, ich habe gekämpft. Ich wollte noch was erreichen. Ich wollte allen zeigen, dass ich es noch schaffe. Und das habe ich dann auch gemacht. Natürlich habe ich auch immer falsche Entscheidungen getroffen. Wie zum Beispiel mit verschiedenen Leuten in meiner Vergangenheit, die nicht so gut für mich waren. Oder beziehungstechnisch Sachen. Waren auch Entscheidungen dabei, wo ich lieber hätte zweimal denken sollen. Oder zum Beispiel jetzt die Entscheidung, ein Buch rauszubringen. Ja, ich habe mich halt gewehrt gegen Sachen. Ich habe mich dafür entschieden, dass ich den Leuten zeige, pass auf, ich bin Legastheniker, ich habe Leserechtschreibschwäche, aber ich kann auch was erreichen. Ich bin nicht nur der Mann, der rumjammert und der sich hängen lässt. Das Leben ist halt ein einziger Kampf. Der Lebensweg eines jeden hat halt gewisse Momente, wo man sagt, ja, nein, vielleicht bitte ankreuzen, ne? So wie in der Schule früher. Und ich versuche das immer noch alles so zu machen, dass ich die Sachen abwiege. Manchmal kommt das Gute dabei durch, manchmal auch nicht. Ebenso wie ich jetzt mit mir ja 2 Jahre lang gerungen habe, ob ich noch mal irgendwas starten sollte in Richtung Sagen. Ich habe ja schon mal was mit Sagen gemacht in der Vergangenheit und das kam eigentlich relativ immer gut an. Und ich habe auch andere Sachen ausprobiert, wie zum Beispiel Musiksachen, die kamen nicht so ganz gut an. Oder bestimmte Comedy-Formate, die kamen auch nicht an. Ich habe auch für andere mal was geschrieben gehabt. Und das ging dann wieder besser. Und ja, die Entscheidung zum Beispiel mit Michael Göbel zusammenzuarbeiten, auch wenn wir uns bis dato noch nicht persönlich kannten, nur mal gesprochen haben über Telefon oder mal über WhatsApp und sowas. Und ja, das war eine Entscheidung, die Michael zum Beispiel getroffen hat, wo ich ihn gefragt habe, hör mal, wie wär's, wenn ich die Märchen vertone von dir? So fing das ja damals an, 2015, glaube ich, war das. Kann auch 16 gewesen sein. Auf jeden Fall habe ich dann angefragt, wie es ausschaut. Und er sagte, töfte Idee, mach das, weil ich das für Gehörlose machen wollte und für Leute, die, nicht für Gehörlose, für Blinde. Für Blinde, wie jetzt zum Beispiel Jan-Michel vom BlindTube. Da habe ich dann gedacht, komm, mach was. Die können es ja nicht mitkriegen, die können es sich nur höchstens vorlesen lassen und werde in der heutigen Zeit schon dafür auch die Zeit, Sachen vorzulesen. Ja, dann mache ich das. Ganz einfach. Und ich habe es gerne gemacht. Und dementsprechend habe ich mir überlegt, mach doch noch mal eine Staffel Sagen. Aber dann nicht einfach nur die Sagen vorlesen. Es muss ein bisschen was anderes sein. Und dann habe ich gesagt, okay, dann analysiere ich die Dinger mal. Und da habe ich gesagt, wie soll ich das denn nennen? Ja, und dann kam irgendwann mal der Gedanke, wie aus einem heiterem Himmel, nenn es doch einfach sagenhaft. Gut, habe ich mal gegoogelt, sagenhaft kann man, ist kein geschütztes Wort, ich kann das so und so machen. Aber wie wäre es, wenn ich einfach mal die Sagen auch auseinandernehme, analysiere und sie dann praktisch die Leute in sagenhaft nehme? Ja, und dann habe ich mir das paar Tage lang, paar Wochen lang überlegt. Hab dann mal geguckt, was kann ich nehmen, so als Cover und sowas, und da ist das alte Buch mir in den Sinn gekommen. Habe erst Cover genommen, hab dann ein bisschen was über Handy noch gemacht, es zusammengefriemelt und wie soll's aussehen, so und so, altes Buch, altes Lederband.
Ja, okay, nehme ich das. Und habe ich das dann ein bisschen bearbeitet. Und dann habe ich auch überlegt, wie mache ich das mit den Intro und die Sachen. Und da habe ich gedacht, mach es ein bisschen gruselig, dunkel, weil die Sagengeschichten, die sind ja meistens gruselig. Und ich habe, glaube ich, damit auch die richtige Entscheidung wieder mal getroffen. Und das gibt mir auch recht. Ich habe auch mich entschieden, dass ich mal anfrage, ob ich das vermarkten darf. Klappt auch. Ich werde da jetzt auch, wie gesagt, alles dafür in die Wege leiten, dass es offiziell ist und dass ich das auch machen darf. Und vom Verlag habe ich das grüne Licht. Ich darf das machen. Da habe ich auch noch mich bedankt schon für. Und es macht mir auch Spaß. Ich möchte den Leuten Sachen nahebringen oder wieder zurück, weil was irgendwas, was mal wie eine Sprache oder irgendwelche handwerklichen Sachen, die mal irgendwann vergessen sind, die kommen nie wieder, wenn sie nicht weitergeführt werden, aufgeschrieben werden und sonst was. Es gibt bestimmt viele, viele Sagen und Geschichten, die im Laufe der Jahrhunderte, weil es ist ja von Mund zu Mund übertragen worden alles, vergessen wurden schlichtweg. Die sind dann mit den Leuten ausgestorben, die sie vielleicht gehört haben oder im Krieg gefallen sind oder vielleicht aus dem Mittelalter bei Raubzügen ermordet wurden, verbrannt wurden als Hexen oder was weiß ich. Vertrieben wurden, gesteinigt wurden, gibt's ja alles. Gibt ja viele grausame Sachen. Und ja, das dem vorzubeugen, gut. Es kann sein, dass es irgendwann mal vielleicht auch gelöscht wird. Oder dass ich die Sachen mal vergesse durch Krankheit oder was weiß ich, Unfall. Aber dann kann ich immer noch sagen, hört euch sie an, sie sind nicht verloren. Es gibt auch viele Bücher darüber und Gott sei Dank gibt es Bücher. Wir dürfen Bücher haben dafür. Ja, und ich glaube, das war auch eine richtige Entscheidung, dass ich halt sagenhaft die nächste Staffel mache. Und ja, ich beginne damit, dass ich die Dinger jetzt einspreche. Ein paar habe ich schon auf Probe eingesprochen, weil ich wusste, ob es weitergeht. Aber dann habe ich schon mal was. Und heute ist der 18.09. Wir haben es jetzt 0:40 Uhr. Wie immer mache ich Nachtsession. Zwischendurch habe ich auch noch Hörspielsachen eingesprochen. Eine neue Joe Flash-Folge vor ein paar Wochen. Und bin jetzt der Bruderschaft der Klinge, ein Mittelalter. Hobby-Sportgruppe beigetreten. Da habe ich auch ein bisschen Spaß, dass ich da mit Stock kämpfen kann, mit Schwert kämpfen kann, wenn ich da mal die richtige Ausrüstung dafür habe, sprich Schutzsachen. Und ja, so lange halte ich mich ein bisschen zurück und lerne durch Zuschauen. Ganz einfach. Gesundheitlich geht es mir auch zum Beispiel auch gemischt. Da muss ich auch immer gucken, kann ich mir das trauen? Kann ich das schon machen? Oder kann ich das noch machen? Das sind auch wieder Entscheidungen. Ihr seht, das ganze Leben ist eine Entscheidung. Welchen Lebensweg gehe ich? Gehe ich geradeaus, nehme ich eine Abbiegung? Komme ich vielleicht dadurch schneller zum Ziel, wenn ich das mache oder das mache? Und vor allen Dingen, was möchte ich machen? Was will ich machen? Was zeichnet mich aus? Was soll mein Lebensweg sein? Ja, was ist euer Lebensweg? Was wollt ihr erreichen? Das ist jetzt, was ich stellen möchte. Schreibt es mir in den Kommentaren. So, ich habe jetzt auch lang genug gesprochen für einen Podcast, der sonst immer nur 10, 15 Minuten geht. Und ja, dementsprechend sage ich euch jetzt, macht's gut und ja, wir haben es jetzt 15 Minuten bald geschafft. Ich dachte, wir wären schon viel weiter, aber das ist ja noch okay. Dementsprechend, das sind eure Entscheidungen. Was wünscht ihr euch vielleicht mal von mir zu hören? Vielleicht auf TikTok irgendwas, vielleicht auf YouTube was Neues, neues Format, neue Ideen. Also, schreibt es mir und bis dann, euer Jack Tango.